Liebe Leute, ich begrüße euch herzlich willkommen zurück zum großen Finale, zweiter Teil. Das Jahr 1800. Wir werden es nicht mehr bis ganz zum letzten Monat, glaube ich, dieser Zeit ausreizen. Wir werden die Geschichte zu Ende erzählen, darum geht es mir in erster Linie. Und die Geschichte wird zu Ende erzählt in Frankreich mit dem Marsch auf Paris. Der Rache an unserem größten Feind, unserer Nemesis, über das gesamte Let's Play hinweg. Wie oft mussten wir uns ihrer wehren? Wie oft? Und dazu passt es auch irgendwie, dass wir jetzt zum Ende hin auch nochmal im Krieg stehen mit den Vereinigten Staaten, dem Verräter der einzigen Nation, so über das Spiel hinweg, der wir wirklich getraut haben, der wir Vertrauen geschenkt haben und es wurde enttäuscht. Das muss man so hart sagen. Wow. Kann einfach vernichtet der Marsch auf Paris. Dem steht doch jetzt nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Marschieren alles hinterher. Und danach, wenn dieser Krieg beendet ist, natürlich gucken wir uns ganz gemütlich, ganz genüsslich nochmal an, was eigentlich in unserer Zeit alles so passiert ist. Vor allem in der uns nicht ganz so bekannten und vertrauten Welt. So, jetzt macht tatsächlich Amerika, macht die Vereinigten Staaten hier den Durchmarsch, das ist nicht ganz so angenehm. Wenn Caraibas zwar unglücklich, hohes Freiheitsbestreben, aber trotzdem, sie scheinen ein paar Meter zu machen, das ist ganz interessant. Na gut, na gut. Also, Paris wird belagert. Die französische Armee lässt sich nicht blicken. Machen keine Anstalten, uns entgegenzutreten, die Feiglinge. Gucken, ob ich da noch entscheidend helfen kann. Das ist nämlich die Hauptarmada der Amerikaner gewesen. Aber gar kein Problem. Und auch Grönland jetzt integraler Bestandteil unseres Reiches. Während unser goldenes Zeitalter endet. Wie passend. Oh, das war unsere Handelsflotte, die ich leider ein bisschen zu offensiv aber agieren lassen, wir halten lieber mal den Blick auf Frankreich. Denn irgendwo müssen sie sich doch verstecken, diese französischen Feiglinge. Machen wir den Marsch derweil auf Calais, würde ich sagen. Während Paris umzingelt, umschlossen wird. Die Plünderung von Paris, wie passend. 94 Tage haben die französischen Feiglinge durchgehalten. Paris ist gefallen, Leute. Und was könnte es Schöneres geben, als jetzt diese Metropole der Welt in Schutt und Asche zu legen? Die Plünderung von Paris. 100 Verwüstungen. Das sind nun mal die Regeln der Kriegsführung. Paris, ein Trümmerhaufen. Was könnte es Schöneres geben? Oh Gott. Und auch die Grundproduktion nochmal geschlagen, zunichte gemacht. Aber ein Traum, Leute. Ein Traum. Das ist nicht so schön. Der amerikanische Vorstoß durch Caraibas konnten sie gehen. Den müssen wir jetzt natürlich entgegentreten. Nee, 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 nee. Da, falscher Hafen. Nicht, dass ich jetzt so viele Truppen hier stationiert habe. Kann ich und lasse ich die Amerikaner gerade machen. Nicht ganz so günstig. Aha! Ich sehe eine französische Armee. Ich glaube, die war überwiegend im
in Übersee aktiv, weil sie ja gerade scheinbar noch Krieg geführt haben. Ja, und dann rennen sie, die Feiglinge. Natürlich, natürlich. Aber es braucht's auch nicht. Ich wollte Paris vernichten. Ich habe Paris vernichtet, während Frankreich hier sich aber eine ganze Menge an Inseln einverleibt hat und Kastilien nach, glaube ich, jetzt in Afrika nur noch, nach Afrika verbannt wurde. Nein, auch nicht. Gibt es das noch? Oh Gott. Oh, Kastilien. In die eisigste Arktis verbannt. Das ist natürlich ein harter Schlag. Wohl wahr, wohl wahr. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Ich will jetzt hier den Vereinigten Staaten nicht den Triumph irgendwie gewähren, hier noch Land wirklich zu besetzen. Deshalb schließen. Segeln wir sofort heran und versuchen Mexiko zu retten. Tatsächlich würde ich auch sagen, kommt Leute, zum Abschluss gönne ich mir noch eine Armee sogar. Ich lege nochmal eine Schippe drauf. Nochmal 30.000 Mann mehr. Ob wir sie bezahlen können oder nicht, spielt gerade keine große Rolle. Paris wird dafür bezahlen. Calais fällt auch. Wir schlagen keine Schlachten, deshalb der Waffen, der Kriegsstand verhältnismäßig schwach. Aber er tickt jetzt natürlich hoch, weil wir das Kriegsziel halten, weil wir Paris kontrollieren. So, hier müsste jetzt die Aktion doch gelingen, dass wir Mexiko mit einer Armee, einer Entsatzungsarmee senden in Mexiko. Immerhin bergiges Terrain hält eine Festung. Die Armee lasse ich heranmarschieren, aber da fehlt natürlich die Flotte im Pazifik. Zahlenmäßig überlegen. Somerset auf der überlegene General, aber ich vertraue auf das Terrain, ich vertraue auf die Stärke der und auf die Moral der Inka 9,2 zu 7,3. Chancenlos. Absolut chancenlos. Ich sammle hier noch eine zweite Armee ran, wenn die Vereinigten Staaten noch zurückgedrängt werden. Problemlos, möchte ich meinen. Das war dann jetzt hier einfach um Paris, glaube ich. Ja, wir können hier mal ein bisschen noch in die uns unbekannten Wälder, Territorien vorstoßen, aber ich glaube, mit dem Norden Frankreichs, mit Paris unter unserer Kontrolle, passt das soweit für mich. Das ist ein Ärgernis, aber letztlich auch nicht wirklich relevant in diesem Krieg. Sind wir ganz ehrlich. Wir haben den Amerikanern gerade gezeigt, wer hier die Kontrolle hat. Jetzt kommen auch noch französische Partikularisten. Eigentlich gar nicht so cool. Ich würde fast sagen, wir können mal gucken, ob Frankreich sich schon demütigen lässt. Das reicht mir nämlich, dass Frankreich anerkennt, verloren zu haben. Oder ich nehme einfach euer Gold. Ach, wir lassen euch einfach einen Haufen Gold bezahlen. Ich frage, es gibt irgendwas, was ich von Frankreich nehmen muss? Es gibt keine Insel, es gibt kein Land mehr irgendwie in unserer Nähe. Ich habe jetzt kein Interesse daran, irgendwie hier einen Fußhalt in Europa zu schaffen. Das ist Quatsch aus meiner Sicht. Ich glaube, ich muss jetzt auch nichts mehr gegenüber den Amerikanern beweisen. Wir haben gezeigt, die haben keine Chance. Wir könnten tatsächlich, doch, das könnten wir machen, von den Vereinigten Staaten Land fordern. Einfach, um das hier ein bisschen abzurunden noch vielleicht.
Hier zum Beispiel diese eine kleine Provinz, diese Ecke da. Also, treffen wir zusammen in Versailles. Das geht an uns. Ach komm, wir begnügen uns damit, hier diese Grenze zu korrigieren. Frankreich lebt noch einen Berg Dukaten obendrauf. Wozu diesen Krieg jetzt groß in Länge ziehen? Wir haben unseren Punkt klar gemacht. Wir haben gezeigt, zu was wir in der Lage sind und was wir willens sind zu tun. Mit der inkischen Großmacht ist nicht zu spaßen. Sie haben sich ja nicht mal den Kampf gestellt. Wenn sie sich nicht stellen wollen, dann kann ich sie nicht zwingen, I guess. Klar, wir könnten jetzt das Land überrollen und besetzen. Wir könnten weite Teile wahrscheinlich auch hier im Norden nehmen und dann eine Bastion in Europa schaffen. Aber das ist nicht die Geschichte. Dies war eine Geschichte von Rache. Und Rache haben wir genommen. Die Verluste übrigens in erster Linie auf Seite von Caraibas, glaube ich. Beziehungsweise durch Zermürbung. Eine kleine Provinz wechselt noch den Besitzer. Runden hier die Grenzen noch ein bisschen ab. Jetzt habe ich natürlich leider den einen oder anderen Mann hier im Exil stehen. Aber sei es drum, liebe Leute. Dies ist tatsächlich das Ende dieser Kampagne. Ich habe es ja schon angedeutet, euch gesagt am Ende der letzten Folge. Klar, man könnte jetzt auch auf großen Eroberungsfeldzug gehen gegen Europa. Man könnte versuchen, Nordamerika, soweit es dann irgendwie geht, zu einen. Man könnte wirklich jetzt in den 20 Jahren, die in dieser Kampagne noch bleiben, so viel Land noch erobern. Aber das ist nicht die Geschichte. Die Geschichte ist meiner Meinung nach auserzählt. Alles, was jetzt noch käme, wäre mehr oder weniger Epilog. Wir haben Südamerika vereint. Die Heimat der Inka ist komplett in unserer... Der Heimatkontinent komplett unter unserer Kontrolle. Wir haben unsere Macht ausgedehnt bis in den eisigsten Norden. Wir haben Europa gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist, dass wir eine wahre Weltmacht geworden sind, trotz aller Schwierigkeiten am Ende. Nicht die einzige große, dominante Supermacht, aber eine von dreien, neben den Osmanen und den Russen, dem revolutionären Russen. Sicherlich eine der ganz großen Nationen. Und mit Madeira und den Azoren haben wir natürlich auch einen Vorposten geschaffen, von denen aus weitere Expansion, weitere Aggression immer und jederzeit möglich wäre. Leute! Lass mal einen Schluck Wasser trinken. Wir haben es geschafft. Normalfall, ja, klar, jetzt müsste man ihr Met nach Hause bringen. Den einen oder anderen Aufstand gilt es natürlich niederzuschlagen, weil wir eine relativ hohe Überdehnung noch haben, glaube ich. Nee, weiß ich gar nicht. Irgendwie haben wir eine relativ hohe Unruhe gerade. Ja, gut, bis 1804. Aber Leute, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Die Geschichte ist vorbei. Nicht alles perfekt. Aber das Beste kommt jetzt eigentlich auch zum Schluss. Jetzt kommt nämlich der große Rückblick. Aber gucken wir jetzt vielleicht nur mal ganz kurz durch. Wo sind wir denn jetzt aktuell so gelandet? Also, die 29-jährige Kavilaka Maras hat letztlich vollbracht, woran all ihre männlichen Vorgänger gescheitert sind, nämlich Frankreich in der Heimat zu schlagen. Schon mal gut. Alles wurde im Prinzip erfüllt. Ja, der Haushalt ist gerade nicht ganz so ausgeglichen. Wir haben uns leicht überdehnt jetzt, was auch die Armeegröße und Flottengröße angeht. Technologisch haben wir es zum Ende halbwegs geschafft, den Anschluss herzustellen in manchen Bereichen. Sogar auf wirklich der Zeit ein bisschen voraus zu sein. Das kann man von den Ideengruppen nicht sagen. Also da merkt man auch nach wie vor hier, dass wir um 1801 noch eine komplette freie Ideengruppe haben. Die könnte jetzt zum Beispiel religiös werden. Dann sieht man, dass wir einfach nur einen Abstand haben zu den europäischen Nationen, was Forschung angeht. Die dürften da komplett alle ausgefüllt haben. Wir haben eigentlich alle Missionen abgeschlossen. Es scheitert daran, dass wir die Galapagos nicht nehmen können. Auch hier sieht man, dass wir den Panama-Kanal nicht bauen konnten.
als Inka-Reich, als die Nation, die davon wahrscheinlich am meisten profitieren würde. Ziemlich schade. Also unsere Wirtschaft hat es auch einfach bis zum Ende nicht geschafft, zur wirklichen Supermacht heranzuwachsen. Religiöse Einheit dann doch nochmal unter 60% sogar gefallen. Auch das trägt nicht unbedingt zum inneren Frieden bei. Immerhin jetzt aber 240.000 Mann unter Waffen. Ja, gut, hier verliere ich halt auch nochmal Geld, ne? Tatsächlich könnte man jetzt einfach sagen. Zack. Da gewinne ich mehr mit als durch die Flotte selbst, die auch noch richtig veraltet ist. Karaibas, da haben wir uns einen riesen Untertan herangezüchtet, der für meinen Begriff eigentlich ein zu hohes Freiheitsbestreben hat. Okay, es sind 620 Entwicklungen, das ist schon eine gewaltige Macht. Wenn man bedenkt, dass man mit 946 Entwicklungen eines Savoyens schon als Großmacht in dieser Welt zählt. Dennoch, weiß ich nicht. Gut, sie haben auch 140.000 Mann aufgerüstet. Ja, gut, da kann man mal ein bisschen mit dem Freiheitsgedanken liebäugeln, das verstehe ich schon. Dennoch, 78% scheint mir ein bisschen viel. Aber ein Problem, dass wir in den Griff kriegen würden. Ich glaube, in der späteren Zeit würde man Karabas dann entsprechend überflügeln wieder, übertreffen. Trotzdem denke ich mir eigentlich, naja, würde ich es jetzt nochmal spielen, ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Ich hätte dann mehrere Vasallen mehr aufgebaut oder mehrere Marken und nicht alles allein auf Karaibas geschützt. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwierig in der Region, wo es quasi kaum angestammtes Territorium gibt. Naja. Generell, ich denke mal, wenn ich so zusammenfasse, dann was auch so die Learnings vielleicht, bevor wir jetzt in den Rückblick gehen. Die großen Lehren, so Sachen, die ich hätte besser machen können, sicherlich. Von Anfang an hätte ich, gerade noch bevor wir überhaupt die Religion reformiert haben, bis dahin war ja wirklich das verhältnismäßig einfach und es lief alles sehr, sehr gut. Die Machtpunkte hätte man, glaube ich, schon viel gezielt und stärker in Entwicklung stecken können. Hätte da schon ganz am Anfang eine große ja, Hauptstadt oder künftige Hauptstadt sich rauspicken können, die ja dann Hanan geworden ist. Nicht der ideale Platz allerdings. Gibt auch nicht so gutes Land hier natürlich, was man entwickeln möchte. Aber er hätte da schon viel gezielter entwickeln können, einfach um von Anfang an die Wirtschaft zu stärken. Das konnte ich dann später einfach gar nicht mehr machen. Also, na, die Wirtschaft war bis zum Schluss einfach nicht stark genug. Wir können unser Truppenlimit schlicht nicht ausschöpfen, de facto. Können es gar nicht leisten. Ich habe sehr viel Korruption zugelassen. Ich habe zu viel Inflation zugelassen. Was natürlich aber auch mit der massiven Abhängigkeit von Gold zu tun hat. Also das geht dann auch so Hand in Hand, ne? Du hast eine schwache Wirtschaft, hast gleichzeitig verflucht viel Gold. Das ist natürlich dann verlockend, sich so ein bisschen auf das Gold zu verlassen, aber dadurch wächst dann die Inflation immer weiter. Alles kostet mehr Geld, dann du schaffst dann natürlich weniger nur an Investitionen quasi. Schwierig. So ein bisschen so ein Teufelskreis. Also wenn du im Schnitt irgendwie 20% mehr für deine Betriebe bezahlen musst, die zu bauen, läppert sich da schon einiges zusammen in einem Reich dieser Größe, auch wenn wir über Universitäten und so weiter später im Spiel reden. Das, was ich an Inflation alles bezahlen musste, hätte ich das quasi mehr gehabt an Geld, wie viel hätte ich da in die Wirtschaft pumpen können? Muss man dazu aber auch sagen, uns sind teilweise unsägliche Kriege aufgezwungen worden, wo wir immer wieder zurückschlagen und zurückkämpfen mussten. Also es gab selten mal eine Phase, außer jetzt zum Schluss, und da hat sich das ja dann auch alles gut entwickelt, wo wir wirklich mal Ruhe hatten, unser Land zu entwickeln. Ach Leute, das hat richtig Spaß gemacht. Also ich hatte selten ein Let's Play, das, wo ich mich am Anfang so sicher gefühlt habe. Also ich dachte, es wird erst richtig schwer, und habe dann gemerkt, okay, die Europäer kommen auch relativ langsam nur. Da habe ich anderes gelesen von euch in den Kommentaren. Da hat der eine oder andere auch ja einen Versuch unternommen mit den Inka, hat da viel, viel früher Probleme bekommen. Mit den Kolonialnationen. Ich glaube, wir hatten hier und da auch ein bisschen Glück. Aber es war schon dann spannend, vor allem eben nach hinten raus, weil die Europäer dann einfach nicht nachgelassen haben. Der ein oder andere Bestrafungskrieg auch ein bisschen natürlich selbst verschuldet, muss man dazu sagen.
Aber dass uns dann trotzdem auch die Osmanen noch angegriffen haben, dass uns die Vereinigten Staaten angegriffen haben, Frankreich immer und immer, immer wieder. Das ist Wahnsinn. Also wirklich im 18. Jahrhundert noch so Riesenkonflikte austragen zu müssen, wo du wirklich nochmal unter Druck gerätst und dein Land ans Limit gepusht wird, das ist großartig. Das ist, will ich von einem Hardcore-Strategiespiel haben. Das hat man leider in EU4 manchmal vielleicht auch zu selten. Zumindest dann im Endgame. Schauen wir jetzt einmal so ein bisschen auf die Karten drauf. Kaiser sitzt in Mecklenburg. Selbstverständlich liegt Mecklenburg mehr oder weniger in Skandinavien mittlerweile. Die Religion der Welt, naja. Die indische hat sich gemacht, aber die Katholiken sind stark in unserem Reich. Protestanten bis vor Rom sind sie gekommen. Katholiken waren ja auch in Westeuropa aktiv. Wir sehen es jetzt halt nicht so gut. Wir sehen, dass Russland möglicherweise sehr, sehr orthodox ist. Ein katholisches Australien. Nun gut. Die Institutionen haben sich soweit mehr oder weniger verbreitet. Wobei Russland bis zum Schluss neben Deccan und Frankreich, das ist wirklich komplett irre, nicht die Aufklärung gefördert hat. Also das verstehe ich nicht, wie das passieren kann. Da muss man der KI dann auch ein bisschen auf die Finger hauen. Technologisch waren wir am Ende mit 30, 29, 30. Ja, wieder ganz gut dabei. Tatsächlich fehlt uns nur die eine diplomatische Technologie. Spannend immer zu sehen, wie verwüstet die Welt ist. Da sieht man hier natürlich die Herde der die letzten Kriege, wo wir den Portugiesen und Kastilien das Land abspenstig gemacht haben. Man sieht den, ja, den Gürtel in den Anden, den Wohlstandsgürtel, und aber auch in Mittelamerika. Florida. Schön. Afrikas Küsten einfach komplett verheert und die Osmanen, die haben auch eine gute Zeit. Überlege gerade, wo man noch drauf schauen kann, was irgendwie relevant ist, glaube ich, aber im Singleplayer-Spiel wird nicht so viel sich verändert haben. Viel spannender der Blick für mich dann doch auf die Statistiken. Die größte Armee wird ins Feld geführt von den Osmanen und den Russen. Mit weitem Abstand auch die größten Kapazitäten haben, wenn wir uns aufs Truppenlimit gucken. Dekan, Spanien, Persien. Daran sieht man aber auch, dass unsere Wirtschaft nicht so stark ist. Also, ne, mit mehr Geld hätte ich auch durchaus mal in die ein oder andere, weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, in das eine oder andere Regimentscamp bzw. Zentrum investieren können. Gerade mit so weitem Land, wie wir es haben, hätte man da locker noch 100. 100 drauflegen können auf das Truppenlimit. Also damit bin ich nicht ganz zufrieden. Hätte ich wirklich uns eher hier so auf dem dann auch dritten Platz gesehen, wo wir Großmächte technisch eigentlich hingehören. Da sieht man halt einfach, ne, dass wir doch sehr zu kämpfen hatten mit unserer Position und unserer Geschichte. Und dass wir nicht die Supermacht sind, die wir hier vorgeblich sind. Das spiegelt sich dann in diesen Zahlen auf jeden Fall wieder. Flotte ist natürlich auch interessant. Da sind wir abgeschlagen, aber hauptsächlich müssen wir natürlich gucken auf die Großschiffe und da sieht es dann schon ganz gut aus. Aber auch da muss mehr gehen für eine Nation, die im Prinzip besitzen wir die Hälfte dessen, was nötig ist. Wir besitzen nämlich eine Atlantikflotte, wir bräuchten auch eine Pazifikflotte. Da würde natürlich ein Panamakanal helfen. Aber für so ein Reich, tatsächlich eine Art Weltreich ja auch am Ende. Das so weit bis nach Asien vorgelagerte Inseln besitzt, dass wir da keine Flotte für haben. Auch da fehlt es an der Wirtschaft, dass wir das nicht finanziert kriegen. Auch das Flottenlimit nicht haben. Schauen wir auf die Wirtschaft. Auf den Einnahmenvergleich. Moment. Euer Ernst? Das kann gar nicht sein. Moment, 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 Moment. Worauf gucke ich denn gerade? Die Zahl macht doch überhaupt keinen Sinn hier. Ach so, die Kriegsbeute, die versaut es hier gerade natürlich komplett. Okay, da müsste man jetzt. Moment. Moment, Moment, Moment.
Kurz noch zum Jahreswechsel, zack. So wird's sinniger. Kurz war die Kriegsbeute rausgerechnet. Völliger Quatsch, dass die hier reinzählt. Und da landen wir tatsächlich hinter den Spaniern, da landen wir weit hinter den Osmanen, vor Russland allerdings und vor Persien. Also, aber da fehlt mindestens 60, 70, 80, eher 100 Dukaten in Produktion, in Handel vor allen Dingen. Hätten wir von Anfang an eine stärkere Wirtschaft gehabt, na, da wären wir weniger abhängig vom Gold gewesen, hätten weniger Inflation gehabt, hätten wiederum mehr Geld gehabt, um die Wirtschaft zu stärken. Also, das ist, was ich mit Teufelskreis meine. Da ist sicherlich einiges an Luft. Also, wenn man auch sieht, dass die Vereinigten Staaten so viel mehr durch Handel generieren. Kann sein, dass ich meine Händler falsch gesetzt habe am Ende. Panama natürlich nicht der beste Handelsknotenpunkt ist. Da wäre man sicherlich besser beraten gewesen, hätten wir die Karibik für uns behalten, dann uns auch in der Karibik quasi zu positionieren mit dem Haupthandelshafen. So gut, aber es spiegelt eben meine Theorie wider, dass wir nicht die Supermacht sind, die man jetzt von der Entwicklung her ableiten könnte. Entwicklung ist dann eben doch echt nicht alles. Im Gegenteil, Entwicklung ist relativ gleich am Ende. Es ist nicht so relevant. Ja gut, über Inflation reden wir lieber nicht. Nur eine Zahl. Leute, ich hab Bock, ich möchte jetzt gucken, wie hat sich diese ganze Geschichte eigentlich entwickelt. Wir beginnen mal mit unserem Reich und gucken dann in die anderen Teile hinein. Mich interessiert Europa tatsächlich wahnsinnig, deshalb hebe ich mir hier das aber auch zuletzt auf. Es ist das Jahr 1445, November. Das kleine Cusco erhebt sich. Hast du auch noch Zeit, oder? Als unsere Weltkarte auch nur das hier zeigt überhaupt. Nicht mal. Da natürlich ist relativ schnell klar, wo die Reise hingeht. Da war sehr, sehr schnell klar, dass wir eigentlich keine ernstzunehmenden Feinde besitzen in der Welt. Es war dann eher ein Warten und Expandieren. Ein Warten auf die Europäer und ein Ausgreifen hinein in die Welt. Ich mir das so angucke, wie wir expandiert haben. Da hätte man auch taktisch klüger agieren können. Da hätte man viel, viel eher die Küsten sichern müssen. Und das Inland quasi erstmal außen vor lassen. Zu ungefähr dieser Zeit dann längst natürlich gewechselt. Und eigentlich krass, oder? Wir sind jetzt schon im Jahr 1623. Längst natürlich die Religion reformiert, aber wenn ich mir anschaue, wie wenig hier Stand jetzt bisher auch passiert ist. Jetzt kommt erst die Expansion nach Mittelamerika. Gut, ich sehe zu dem Zeitpunkt, Karaibos war natürlich auch wahnsinnig schnell unterwegs hier, die Karibik. Hätten wir gar nicht kolonisieren, glaube ich, können, hätte man aber früher Kriege drum führen müssen. Das Wettrennen gegen Kastilien, die kastilianische Teilung. Portugal, die sich hier hineingesetzt haben, ne, das hätte man sichern können hier, einfach die Küste hinunter. Aber der Fokus lag erstmal tatsächlich irgendwie tatsächlich eher auf der Nordamerika-Expansion. 13 Kolonien, die dann später die Vereinigten Staaten formten. Und wir nähern uns jetzt schon im 18. Jahrhundert. Langsam wächst unsere Macht heran. Wir sind in der Lage, einen Bestrafungskrieg nach dem anderen zurückzuschlagen und laben uns an den Kolonialnationen der Europäer. Insofern hat es das tatsächlich schwieriger für uns gemacht, dass Portugal und Kastilien mehr oder weniger ja, hier ein Dasein im Exil fristeten, weil sie dann eben keine Kolonialnationen gegründet haben, die wir erobern konnten, sondern wir wirklich mit dem Kern Portugal und Kern Kastilien es aufnehmen mussten. 1700 und jetzt in 100 Jahren wird noch so viel passieren aus unserer Sicht. Ich halte bewusst so ein bisschen die Kamera weg von Europa. Dann sieht man einfach, wie viel und wie massiv die Expansion geht. Der erste Krieg gegen Kastilien.
Weitere Kriege gegen Portugal. Karaibas, unser Untertan längst. Und dann jetzt natürlich die Expansion nach Norden. Die Expansion nach Nordwest, Nordost. Portugal, Kastilien werden Stück für Stück gekillt. Getilgt, wollte ich sagen. Und dann kommen wir am Ende an. Und das Ende ist gut. Schön. So, jetzt wollte ich mir tatsächlich eigentlich Europa angucken, aber Moment mal. Kann ich das überhaupt nicht? Ist das euer Ernst? Moment mal. Ich kann nur das sehen in der Zeitleiste, was... Oh, ich kann das gar nicht sehen. Das ist ja wahnsinnig bitter. Ich muss jetzt hier in den Nebel hineinstarren. Die Zeitleiste deckt das nicht auf, den Fog of War. Den kann man auch nicht deaktivieren, einfach so, oder? Mal ganz dumm gefragt. Ja, das ist ja ekelhaft. Ich weiß, dass man es im Ladebildschirm aus- und einstellen kann. Aber hier? Ich würde halt total gerne die Entwicklung des frühen Europas sehen. Des späten Europas ist ja gar nicht mehr so relevant. Shit. Okay, wir gucken es trotzdem an, weil wir ein bisschen was erkennen können. Aber wenn ihr mir sagen könnt, was da... Ob ich das hier irgendwie hinkriege, dass ich den Fog of War ausstelle? Das ist ein bisschen affig. Schade, wirklich schade. Ja, dann müssen wir uns das leider so zu Gemüte führen, wie Europa sich entwickelt hat. Besonderem Augenmerk auf Kastilien und Portugal. Das machen wir doch mal ein bisschen langsamer. Also England sehr früh, sehr stark. Portugal sah auch lange gut aus hier bisher noch. Aber es muss ja dann tatsächlich Aragorn gewesen sein, die sie beide vertrieben hat. 1500 Großbritannien nahezu umschlossen. Dänemark war unglaublich stark. Das meine ich ja mit dem Fall, mit dem Aufstieg und Fall Skandinaviens. Oh Gott, Leute, nein, da wollte ich doch nicht hin. Ich wollte... Ah, sorry. Ich wollte unterbrechen. Ich wollte hier auf Pause drücken. Einmal kurz die Lage um 1500 quasi uns zu Gemüte zu führen. Wir sehen ein sehr, sehr starkes Dänemark. Wir sehen ein unfassbar starkes England, ein Frankreich, das eigentlich im Schatten steht. Österreich hat lange die holländischen Gebiete gehalten, auch spannend. Die Osmanen waren sehr zurückhaltend noch. Moskau, das später zur absoluten Megamacht heranwächst, nichts davon zu sehen bisher. Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, dass Skandinavien sie komplett im Griff hat. Auch spannend. Genua. Und das... Oha. Okay, interessant. Nicht Aragorn hat Kastilien vertrieben. Es war tatsächlich Marokko. Und dann wurden hier neue Staaten entlassen. Oder nein, das ist Aragorn. Aragorn und Marokko gemeinsam, mehr oder weniger. Man weiß jetzt nicht, ob es ein Krieg war oder mehrere Kriege. Aragorn und Marokko vertreiben Kastilien, vertreiben Portugal von der Iberischen Halbinsel. Und formen dann selber später Spanien. Derweil Russland hat sich dann doch relativ schnell erhoben. Und Dänemark jetzt. In einer unfassbar mächtigen Position. Im Übrigen, Mecklenburg, das später komplett Dänemark beherrschen wird und bis hoch nach Stockholm. Bedeutungslos. Österreich, lange Zeit absolut Großmacht. Frankreich mittlerweile das Land geeint. Österreich wird aber verlieren, wird die Länder an Holland abtreten müssen. Die Osmanen, die später so mächtig aussahen, auch jetzt erst angefangen, ihre Kriege zu führen gegen die Mamelucken, sich da durchzusetzen. Österreich verliert seine Besitzungen in den Niederlagen. Dänemark verliert jetzt die ersten Kriege gegen Russland. Okay.
sah lange sehr, sehr stark aus und dann ging es bergab. Ich glaube, das Russische Reich jetzt auch längst mit dem Thron Großbritanniens verschmolzen. Spanien formt sich. Mecklenburg wächst. Skandinavien formt sich. Mecklenburg letztlich ist einfach der große Profiteur wahrscheinlich von dem Druck aus dem Osten auf das skandinavische Reich. Schade, ich hätte gern das ein bisschen natürlich im Detail hier gesehen, was passiert ist, aber der Fog of War scheint für mich nicht zu entfernbar zu sein. Na gut, Leute, der Rest ist natürlich Geschichte. Ich glaube, so viel mehr ist hier nicht passiert. Außer, dass erst die Reiche sich vereint in Russland und Großbritannien und dann die Engländer aber revoltierten. Da wäre das Riesenreich Russland fast nochmal zerbrochen. Einmal nochmal mit dem Blick auf die Welt. Wann ist eigentlich das Reich der Ming zerbrochen? Wenn nicht eher implodiert. Bis 1500 scheinen sie durchgehalten zu haben. Und jetzt ging es bergab. Also so Mitte, ja. Mitte auslaufendes 16. Jahrhundert hat es die Ming komplett dahin gerafft. Gut, und vom Rest der Welt sehen wir nicht so viel, außer natürlich, es gab noch ein mächtiges Persien. So als Randnotiz. Japan, das zwischenzeitlich sehr gut aussah, sich dann aber auch nicht den Russen erwehren konnte. Tja, Leute. Und mit diesem Blick, mit dieser Geschichte. So, Inka. Bleibt mir eigentlich nichts mehr weiter übrig, als zu sagen, vielen, vielen lieben Dank für dieses fantastische Let's Play mit euch zusammen. Ich hatte riesen Spaß daran, es zu spielen, mit euch dann in den Kommentaren zu quatschen. Es waren jetzt, glaube ich, 70 oder über 70 Folgen am Ende. Hätte ich zwischenzeitlich nicht gedacht, dass es so lang wird dann trotzdem noch. Das ist ja wirklich enorm. Wir gucken mal, wie es auf diesem Kanal weitergeht. Ich kann erstmal noch nichts versprechen. Kann sein, dass es eine Pause gibt. Wir werden es sehen. Deshalb, wenn ihr nichts verpassen wollt, denkt natürlich daran, das Ding auch irgendwie zu abonnieren. Wenn es euch gefällt, natürlich nur. Schaut gerne auf unserem zweiten Kanal vorbei, 2in2in. Den seht ihr ja am Ende auch verlinkt, auch in der Videobeschreibung. Da sind wir aktuell deutlich aktiver. Da findet ihr auch ganz viele alte oder ältere EO4 Let's Plays, die ich gemacht habe. Unter anderem zu den USA. Ein unfassbar spannendes Spiel mit Granada, Jerusalem, den Niederlanden. Also da hat sich schon einiges angesammelt. Findet ihr alles auf 2in2in. Auch da gerne einfach reinschauen. Leute, es war fantastisch. Vielen, vielen Dank. Es ist unfassbar, wenn man über 50, 60, 70 Folgen aufnimmt. So ein kleiner Kanal ist und gemessen an den Abonnentenzahlen so viele Leute regelmäßig zuschauen, das ehrt mich, das ehrt uns sehr, denn wir sind ja hier zu zweit unterwegs, auch wenn Jenny nicht teil hatte an diesem Let's Play. Trotzdem auch, ja, einfach in ihrem Namen vielen, vielen Dank. Ihr seid großartig. Aber wir sehen uns auf jeden Fall zu einer weiteren Runde EO4. Die wird so oder so kommen, das kann ich hier schon mal versprechen. Denn dafür macht dieses Spiel mir auch nach wie vor einfach viel zu viel Spaß. Und ich habe da schon ein paar Ideen. Wenn ihr Ideen habt, natürlich immer gerne in die Kommentare oder auch Wünsche, mit was ich es mal versuchen sollte. Gerne her, damit. Vielen, vielen Dank, Leute. Wir sehen uns, wir hören uns. Macht's gut.